herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Und mein kleiner Bactria-Freund, greift mich jetzt mit zwei, also einer Fullstack und einer Halbstack, wenn man das sagen kann, Armee an. Drei Elefanten wird, wenn ich es gut managen kann, ziemlich easy für meine Bogenschützen, die in Rage zu bringen. Hier ist es, ja, das kann man nicht sehen, das hat man in der letzten Runde Folge gesehen. Er hat zuerst mit einer kleinen Armee meine Stadt belagert und dann ist er mit zwei Armeen hier hin und hat meine zweite Armee, die draußen stand, angegriffen, und das ist extrem clever. Weil so kann dann meine zweite Armee, die auch Fullstack ist, Entschuldigung, nicht mithelfen, nicht mit angreifen. Das ist sehr clever von ihm. So, jetzt muss ich aber schauen, dass ich ihn ein bisschen die Elefanten verhau. Auf jeden Fall Brandgeschoss. Wollte gerade sagen, also Brandgeschoss ist natürlich schön und gut, aber wenn es regnet, dann kann ich kein Brandgeschoss machen. Aber so sieht es jetzt so aus, als könnte ich Brandgeschoss machen. Gut, ich werde mich an dem Wald, an diesen Wald stellen, weil da können die Elefanten nicht so schnell angreifen oder nicht so gut angreifen. Die müssen dann frontal rein. Und dafür habe ich die Elite. Das Blöde ist natürlich auch. Kommandant, eure Befehle für die Götter des Olymps. Dass ich nicht sehr viele Nahkämpfer habe. Willst du mich verarschen? Ich habe euch gerade getauscht. Speerkämpfer bereit. Zu Befehl. Er will das nicht. Auf Liebe! Zum Einsatz. Auf eine Phalanx! Auf sofort eine Phalanx! Ja, genau, so. Dann dieser hier kommt hier hin. Auf links verlangt! Feuer! Steckt die Hunde in Brand! Thessalische Kavallerie! Die bleibt hier. Die kommt hier hin. Der kommt hier hin. Habe ich irgendjemand vergessen? Die Krieger erwarten euren Befehl! So, bitte pieken runter. Falle unseres Sieges will ich Zeus und Ares mit einem Opfer für ihr. Gut, jetzt ist die Frage, wo es nähert sich feindliche Unterstützung. Kommt, die kommt von da, das ist sehr schön. Müssen unseren Beitrag leisten. Okay, einmal Elefant da, einmal da. Alles wird gut. Pilze Tyroi. Wie ihr befehlt. Deshalb. Ich muss ein bisschen nachmanövrieren. Schildträger bereit! Stolze Söhne Makedoniens! Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle! Ich hab euch eigentlich breiter aufgestellt. Schnell vorrücken! Achso, ja, wegen Doppelte Geschwindigkeit! Wir erwarten eure Befehle! Eure Befehle, obliegt zum Einsatz. So, mal schauen, wie er seine Elefanten einsetzt. Da bin ich mal sehr gespannt. Spulen wir mal ein bisschen vor. So. Infanterie zu ihren Diensten. Nee, nur die Piken. Die werden jetzt ein bisschen zurückgehen. Bogenschützen! Doppelte Geschwindigkeit! Damit sie frontal mit seiner, also parallel mit seiner Armee sind. Mit seiner Front. Geschoss Infanterie bereit! Denen könnte ich ein bisschen breiter mich aufstellen.
thessalische Kavallerie. Ja, geht mal nochmal. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Thessalische Kavallerie! Angreifen! Erstbeste Feindenreiterei! Schnelle Nahkampfkavallerie! Thessalische Kavallerie! Schatz! Geschossen Batterie! Zäure die! Elefanten angreifen sofort. Das Gute ist, der geht jetzt da rein. Bogenschütze! Okay, der rautet schon. Bereit! Doppelte Geschwindigkeit! Deshalb! Wir gehen jetzt mal zurück. Die haben die, okay. Okay, der haut sich auch. Bogenschütze! Unser General wird angegriffen! Wendet sich zu unseren Gunsten. Danke, Leute! General! Eure Befehle! Bereit, loszurennen! Geschosse Infanterie bereit! Für Makedonien! General! Für Makedonien! Das kann jetzt der Kavallerie! Kavallerie! Erstbeste Eisenreiterei!
thessalische Kavallerie. Schwere Kavallerie zu euren Diensten. Bogenschützen! Schauen wir mal, wie es aussieht. Hochgestiegen. Und so, glorreiche Sieg. Verluste 300 nur. Getötet 2,5. Er hatte 2,6 verloren. Also, ja. Hat irgendjemand über 100 Leute gekillt? Ich würde mal behaupten, dass das die Elefanten waren. Ja, fast 400. Ja, super. Die Bogenschützen waren. Also, wie gesagt, also Bogenschützen. Wenn der Feind Bogenschützen hat, dann versucht keine Elefanten zu haben. Oder die Elefanten so separat zu haben, dass, wenn sie anfangen zu rauten, also wie heißt es in Deutsch, zu rauten, also wild zu gehen, durchzudrehen, genau, dass sie, wenn sie halt durchdrehen, niemanden von euch killen. Und ja, das ist extrem wichtig. Ah, schon wieder so ein Popelhut. Na, der wird gleich gekillt. Alles in Ordnung. Bereit zum Kommandieren. Zweimal gescheiterter Bestechungsversuch. Sehr gut. Die geht weiter nach hier. Genau, wenn der Feind so viele Fernkämpfer hat, dann könnt ihr auf jeden Fall. Wartend, Alter, wie sieht der denn aus? So. Könnt ihr auf jeden Fall versuchen, ja, die auf jeden Fall zu, Was mache ich mit dem? Mit dem hatte ich noch nichts vor, ne? Genau, die Bogenschützen auf jeden Fall zu beschäftigen. Bevor sie irgendwie die Möglichkeit haben, sich zu sammeln und wie. Ich könnte Nachtangriff machen, aber das zeige ich euch wann anders. Achso, nein, oh Gott, ich hab, oh Mann. Ich wollte das automatisch machen. Egal. Warte, ich gebe einfach jetzt mal, meine ganze Armee dem PC. Das? Ich dachte, das geht anders, aber okay. Mal schauen, wie er das macht.
Der macht ziemlich viel Friendly Fire, aber egal. Das ist gut. Die haben jetzt knapp zwei Drittel Friendly Fire gemacht. Egal. So. Warte mal, schauen wie das ist. Gut. Genau, wenn euch das interessiert, wie man gegen Elefanten kämpft, könnt ihr gerne auf meinen Channel schauen. Da kämpfen gerade Jake und ich gegeneinander. Also er Sparta, ich bin Serotin. Und ich habe eine Armee aufgestellt, die zu mindestens bis zur Hälfte aus Elefanten besteht. Noch kämpfen wir nicht wirklich gegeneinander, sondern halt immer gegen Feinde. Und der Jake oder ich kämpft dann für die Feinde gegen den anderen. Und genau, aber also wir müssen uns da natürlich erstmal ausbreiten. Aber trotzdem, genau, also. Da könnt ihr auf jeden Fall mal zuschauen. Da gibt es auf jeden Fall sehr viele, sehr große Schlachten, was super lustig ist. Und ich greife mal an. Ja, nee, nächste Runde. Weil ich habe noch nicht zwei Belagerungstürme und ich werde schon beide haben. Hier haben wir nur einen Tempel, da will ich zwei haben. Das kann ich noch nicht, ne? Ja. Erst nächste Runde. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns an, was die nächste Runde uns so gibt. So. Wir müssen jetzt auf jeden Fall die Bakterien killen. Das wird wahrscheinlich noch zwei Runden dauern oder so. Und dann. Ich werde ehrlich sein. Schön. Dann werden wir mal schauen, ob wir dann Richtung Norden gehen oder ja, den kompletten Osten einnehmen, was ich glaube ich eher machen würde. Also das ist eher was Alexander gemacht hat oder hätte. Könnte ich mir vorstellen. Auch wenn er ist ja nach Indien rein und hat da nein, das war meine heftige Tante. So, hohe Chance auf Sezession, hä? Risiko. Wieso? Minus 50? Willst du mich verquaken? Der kann jetzt auch endlich heiraten. Bitte eine gute. Ja, naja. Was eigentlich lustig ist, dass der jetzt Korruption bekommt. Weil der ist ja der Erbe, also der braucht das gar nicht. Unflätig. Super. So, der bekommt auch eine Frau. Wieso bekommt der so eine geile? Na, egal. So. Da sind hier noch die drei Städte übrig. Amun. Und der geht mal mit. So. Und jetzt.
Wir können diesen Befehl auf jetzt mal an. So. Man könnte auch versuchen, hier reinzugehen. Weil da ist man... Ja, das wird zwar ziemlich beschützt sein, aber da ist man näher am... Punkt. Schauen wir mal. Trockenaufstellung starten. Okay, wo ist es? Da ist es. Ganz ehrlich, da könnte man durchaus hoch. Dann, ich glaube, das mache ich so, ja? Hier einer. Da einer. Und vier Leitern. Und die... Die kommen hier hin. Zusammen mit drei Bogenschützen und hier bekommen die auch Unterstützung. Ah, das ist der heftige General. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Genau wie unser Mut. Der Angriff wird nicht lange dauern. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ich habe noch gar nichts gemacht. Es sind mir zu viele Einheiten für... Leidet Panzer, Pikiniere! Wie ihr befehlt! Pikiniere. Für die Götter des Olymps! Ich will, dass das halt die Schwertkämpfer machen. Bogenschützen! Schnell vorrücken! Weil die sind besser im Nahkampf. Leinenpanzer, Pikiniere! Doppelte Geschwindigkeit! Leinenpanzer, Pikiniere! Die werden dann sofort hier hingehen. Den töten und dann da runter gehen. Nahkampfinfanterie bereit! Position halten, ihr solltet euch bewegen.
Panzerpikiniere! Hyriai! Im Dienste des Volkes! Königliche Leinenpanzer-Schwertkämpfer! Ach komm! Eure Befehle! Geschossinfanterie bereit! Schwerter! Durchbrecht die Linien! Piken bereit! Bereit! Bereit zum Einsatz! Zu Befehl! Schneidet sie in Stücke! Wir haben einen Turm eingenommen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Geschosse warten auf Ziele! Ich erwarte eure Befehle! Piken! Auf Rückfuhr! Bereit! Zu euren Dienst! Komm in die Geschwindigkeit! Ich erwarte eure Befehle. Wir haben einen Turm eingenommen. Ja, doch, doch. Mhm.
Welche Leinenpanzer, Schwertkämpfer! Krieger Makedoniens! Leinenpanzer, Schwertkämpfer! Geschoss, Infanterie! Setz sie in Brand! Mach mal ein bisschen Brandschaden, damit die nicht mehr ganz so viel Befehle? Den Schaden dann... Greif ihre Positionen an! Werter! Schnell vorrücken! Zu euren Diensten! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich glaube, das war's. Wir haben einen Turm eingenommen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, den Angriff. Nahkampftruppen! Königliche Leinenpanzer-Schwertkämpfer! Pikeniere! Nahkampfinfanterie! Leinenpanzer-Pikeniere! Schildball! Bogenschützen! Geschosse bereit zum Einsatz! Hey. Bogenschützen! Schwerter! Schnelles Marschieren! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Der feindliche General ist tot. Verluste 412. Passt. War auch nicht sehr schwer. Also der hatte auch nicht viel bei sich stehen. Nein. So. Gut, dann würde ich sagen, war's das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ne? Dann bis dann. Bye, bye.